Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mad Max in der 16. Folge. Ich weiß zwar nicht, warum hier so eine Leiche vor meinem Auto liegt, aber wir haben jetzt eine Mission bekommen und ich habe den Verdacht, dass wir da neue Reifen kriegen werden oder beziehungsweise wir holen da ein Segel und dann verrät ihr uns, wo so ein Reifenlager ist und ich möchte unbedingt diese Reifen haben, Alter. Das wäre richtig nice. Ich guck mal kurz, was können wir denn bei uns verbessern. Ich weiß, dass wir hier die Schrotflinte für 175 verbessern konnten. Das werde ich auch mal direkt machen. Und das hier 150, jawohl. Machen wir auch nochmal. Paradefähigkeit geht hoch. Das ist doch sinnvoll. Wir könnten auch schon, glaube ich, Richtung Gastown, aber ganz ehrlich, ich glaube, dafür ist unser Fahrzeug noch etwas zu schlecht. Wir müssen halt irgendein Rennen gewinnen. Müssen wir mal schauen, wo uns das alles hinleitet, aber ich... Kolonnenroute entdeckt, toll. Aber ich glaube, wir sollten erstmal so die Festung ein bisschen ausbauen, die ganzen Nebenmissionen machen, die uns was bringen werden, also Verbesserungen bringen werden. Und so weiter. Sollten wir alles erstmal machen. Weil ich glaube, unser Fahrzeug ist zwar in Ordnung, was so die Ausrüstung angeht, aber na, da gibt es sicher sehr, sehr viel Besseres. Wow. Und da haben wir einen Abflug gemacht. Die Leiche hinterhergezogen, krass. Dann nutzen wir das Nitro, da vorne müssen wir hin. This is not gonna be easy. Like a spark grant with the resilience of cast iron engine blocks and the death-defying action traction of ground. Okay, da treffe ich irgendwie nichts. Ich sehe auch hier nichts. Da. Hallo? Es geht nicht kaputt, Mann. Der hat eine krasse Verteidigung. Oh, 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 oh. Da wurden... Los! Reparier! Beeil dich doch mal. Toll. Danke. Wieder vors Auto, Alter. Lager im Alarmzustand. Perfekt. Ich glaube, wir sind hier noch nicht ausgerüstet, Mann. Verteidigungslinie gestärkt. Jawohl. Weg hier. Da haben wir absolut keine Chance momentan. Vor allem nicht, wenn die Verteidigungslinie gestärkt ist, ey. Toll, wie komme ich jetzt an den Schrott dran, der da liegt? Also siehst du, der Schrott kommst aber nicht dran. So,
So, mal gucken, ob wir vielleicht doch mit dem Scharfschützengewehr hier gleich was ausrichten können. Wir müssen unbedingt zurück, um da wirklich was ausrichten zu können, glaube ich. Treibstoff-Tanks sind alle geschützt. Hä? Da sieht's nach einer Tür aus. Irgendwo da könnte auch vielleicht ein Durchgang sein. Oh, mein Fahrzeug wird nochmal gerettet. Oh. Zack. Huh. Oh. Warcryer ausgeschaltet. Nice. Alter, in den Signia haben wir auch schon zerstört. Jetzt sind wir aber drinnen. Jetzt kann mich die äußere Verteidigungslinie mal am Popo besiegeln, den Top Dog im Laden. Jawohl. Puh, jetzt müssen wir uns hier. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen sammeln, Alter. Aber wir haben gemerkt, wie schlecht unser Fahrzeug verteidigt in der Verteidigung ist, Alter. Alter! Gut, trink. Überleb! Alter. Das wird hier noch sehr, sehr lustig. Ich glaube, wir sollten in diesem Gebiet noch nicht sein. Ich glaube, das ist nicht so optimal, dass wir hier sind. Die Tür geht nur durch Explosionen auf. Da kann ich aber nachhelfen. Ja. Habt ihr meinen Fehler bemerkt? Vielleicht erst anzünden. Fallen lassen. Und lauf! Gibt's hier oben irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Was das hier Treibstoff ist? Nein, und da drüben. Müsste ich mal kurz gucken, bevor wir da irgendwas übersehen. Das hinterher nervt. Da oben ist die Insignie. Aber ich habe absolut keinen Schuss. Das ist schon mal schlecht. Da. Okay, Snipergewehrkugeln. Ich hätte gerne aber anderen Schuss bekommen. Muss ich später mit dem Snipergewehr eben abholen. Ja, ich glaube, wir laufen hier in einen miesen Fight rein. Vom Warcry bemerkt, Alter.
Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Wo ist... Alter, wie der Typ losrennt, Alter. Jetzt hänge ich hier in der Ecke, Mann. Alter. Alter, ich kann die nicht parieren. Was ist denn da verkehrt, Mann? Alter, ich hab doch parieren gedrückt. Wir sind das erste Mal gestorben, Alter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das war unser erster Tod. Fortfahren natürlich. Alter Schwede. Dieser Warcry, der hat's echt schlimm gemacht. Und wie der Typ einfach auf mich zugerannt ist, Alter, überhaupt keine Chance gehabt. Was sollte ich da machen, Mann? Alter. Mieser Kampf, also wir sind echt nicht für das Gebiet vorbereitet, das merke ich immer mehr. Aber wisst ihr was, wir werden da jetzt trotzdem reingehen und wir werden das Ding erobern. Unser erster Tod. Naja, man kann nur sagen, das passiert, kann man nicht ändern. Und jetzt werden wir uns um den Rest kümmern, wir werden die alle vernichten. Bitte hab Munition für uns. Jawohl. Alter, ich drück eigentlich nur parieren die ganze Zeit, Mann. Alter, das sind zwei! Alter! Ich muss mir erstmal hier einen Kampfüberblick verschaffen, Mann. Ah, es kommen als neue, Mann! Alter! Ich sehe manchmal die Paraden nicht. Also. Alter, dass der immer. Unser zweiter Tod, das gibt's doch nicht. Ich muss ein bisschen konzentrierter sein. Ah! Alter Schwede, das ist eine richtige Massenschlacht, ey. Das ist eine richtige Schlachtbank, ey. Boah. Hä? Na, gib mir das Scharfschützengewehr, Mann. Wir hatten so ein Glück gehabt, dass wir den Warcry ausschalten können. Aber Alter, wie krass viele Gegner da einfach mal nachkommen. Aber ich will auch diese Reifen haben, die so gut sind. Also dieses versteckte Reifenlager oder was das ist, das möchte ich zu gern haben. Kann ich einfach vielleicht auch... Nehme ich mit und dann werfe ich das zu denen da rein.
Alter! GG, Alter! Wie willst du das hier machen, Alter? Ja, du hast doch keine Chance mit dem Warcry, Mann. Ich hab doch parieren gedrückt, Mann! Das ist echt eine Folge, wo wir alles sterben, Mann. Du kannst den Typen nur ausweichen, du kannst als nur parieren, du kannst... Du brauchst halt einen Schrotflintenmunition am besten, um den Typen da oben auszuschalten, ey. Aber wir haben das schon so weit geschafft, ich möchte den Rest auch noch schaffen, ey. Finden wir hier oben vielleicht nochmal neue Munition? Das wäre verdammt wichtig. Vor allem Schwierigkeitsgrad 5, Leute. Schwierigkeitsgrad 5. Kein Wunder, dass es so schwierig ist. Bei so einem hohen Schwierigkeitsgrad. Komm, einen letzten Versuch machen wir noch. Das ist der letzte Versuch dieser Folge. Ansonsten lasse ich das. Ich möchte mich nicht als hier mit einem Lager rumschlagen. Und es kam nichts bei raus, Alter. So. Auch kein Loot. Da hinten wird auch kein Loot drin sein. Kommen die vielleicht auch so? Komm. Alter! Wie die alle rennen! Ja, ich hab das schon gemerkt. Oh nein, in der Ecke. Alter, wenn der da so reinrennt, Mann. Alter! Scheiß Leertaste, Mann! Jetzt, Alter! Weißt du, du...
Hört ihr das? Ich drück eins die Leertaste. Ich hab hier keine Chance, Mann. Leck mich. Ich lauf jetzt weg hier. Tja. Das ist ein bisschen die feige Taktik, aber ich weiß halt nicht, wie ich die sonst hier gerade fertig machen soll. Tja. Du bist jetzt dadurch gestorben. Alter. Alles klar, Leute, wir lassen das jetzt. Es hat einfach keinen Sinn. Wir sind einfach zu schlecht. Wir müssen da mit mehr Schrotflintenmuni reingehen. Ich muss sie einfach wegballern bis zum Umfallen. Wir brauchen vielleicht Wasser oder so, dass wir zwischendurch irgendwie Leben regenerieren können. Ich weiß es nicht. Das war eine richtige Schlachtbank, aber leider wurden wir geschlachtet. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, da machen wir uns aber unten zu gut gaschen. Bis dann, haut rein.